Moin, wir schauen uns heute das Thema Zufallsexperimente genauer an. Damit sind wir also im Bereich der Stochastik, der Zufallsrechnung oder auch Wahrscheinlichkeitsrechnung und genauer ganz am Anfang dieses Themas. Ja, wie das so ist, wenn man ganz am Anfang ist, da muss man erstmal ein paar Begriffe klären. Aller Anfang ist schwer, aber dann wird das wirklich ein tolles Thema, wo man auch in der Prüfung richtig schnell viele Punkte bekommt und das aber auch sonst, denke ich, doch ganz gut Spaß macht. Und daher starten wir mal direkt. Zufallsexperimente, das besteht ja aus zwei Teilen dieses Wort. Das erste ist der Zufall. Unter Zufall verstehen wir alles, was in irgendeiner Form nicht vorhersagbar ist. Zum Beispiel das Wetter. Ja, das Wetter ist grundsätzlich zufällig. Wir wissen zwar durch den Wetterbericht, wieso die nächsten Tage werden, aber ob ich jetzt in 15 Tagen Sonne oder Schnee habe, wer weiß. Es ist grundsätzlich alles möglich, aber jedes Wetter hat eine andere Wahrscheinlichkeit. Also jetzt haben wir zum Beispiel gerade März und damit ist Sonnenschein wahrscheinlicher als Schnee. Aber das Besondere ist eben, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung können wir zwar sagen, wie wahrscheinlich etwas ist, aber wir wissen nie, wie irgendeins dieser Experimente ausgeht. Ein Experiment ist eben ein Versuch und zum Beispiel jetzt beim Wetter wäre das so eine Versuchsreihe, wie wird denn das Wetter in den nächsten Wochen, könnte ich mir immer notieren und man kann den Tag nicht wissen. Also ganz wichtiger Punkt, niemand weiß, wie es wirklich am nächsten Tag wird. Ich kann aber die Wahrscheinlichkeit aufstellen und sagen, zu 90% regnet es etwa. Ja? Also Zufallsexperimente sind Versuche, die man meistens auch in diesen Aufgaben dann durchführt, wo aber unklar ist, was rauskommt. Also wenn ich zum Beispiel das Licht anschalte, dann ist das im eigentlichen Sinne kein Zufallsexperiment, denn ich schalte ja einfach das Licht an. Das wäre einfach nur ein Aussagesatz. Anders wäre es, wenn ich sage, ich schalte das Licht an und die Glühbirne ist so ein bisschen defekt. Ab und zu geht sie an, manchmal ja, manchmal nein. Zum Beispiel zu 30% geht sie. Wie oft muss ich denn jetzt das Licht anschalten, damit ich zu mindestens 90% irgendwann mal Licht habe? Ja, also so könnte ich mir ganz knifflige Fragen aufbauen, aber da kommen wir heute auch noch nicht hin. Ja, die erste Frage wäre doch jetzt mal, womit haben wir denn mit Zufall zu tun? Und das sind die sogenannten Zufallsgeräte. Also es ist meiner Meinung nach kein wirklich schöner Name, Zufallsgerät, aber wird halt so genannt. Machen wir es also auch, dann wissen wir, wovon wir sprechen. Mit Zufallsgerät ist alles gemeint, womit ich irgendwie in einer Form experimentieren kann. Das kann also quasi alles sein. Ihr lasst euren Füller fallen, wenn er kaputt geht, ist das eine Möglichkeit und wenn er ganz bleibt, die andere. Und schon habt ihr ein Zufallsgerät, weil ihr ja nicht hundertprozentig genau wisst, was passiert. Ja, geht kaputt oder eben nicht. Aber Füller, die kaputt gehen, sind natürlich jetzt nicht so typischen Aufgaben. Daher mache ich hier mal eine kleine Auflistung, mit was ihr in der Regel zu tun habt. Und das werden jetzt so fünf, sechs verschiedene Dinge. Und die machen dann aber auch 99% der Aufgaben aus. Das Typischste, was einem begegnet an Zufallsgeräten, sind Spielmünzen oder eben auch richtige Geldmünzen. Die haben in der Regel ja zwei Seiten. Meistens ist eins davon die Zahl, zum Beispiel die Euro-Münze. Da steht dann eine 1 auf einer Seite. Und das andere hieß früher Kopf. Und da Mathematiker alle alt sind, heißt es auch heute noch Kopf und Zahl in den Aufgaben. Denn früher war das so, dass auf den Geldmünzen auf der Rückseite zum Beispiel der Minister oder irgendein Staatsmann drauf war oder eben zu Cäsars Zeiten dann Cäsar. Aber heute ist es eher so, dass man eine Bildseite hat. Das nennt man dann in den Aufgaben auch oft Bild. Und typischerweise ist das irgendein architektonisches Gebäude, also ein Haus oder sowas. Brandenburger Tor ja zum Beispiel. Ja, oder die Europakarte kennt ihr ja alles. Gut, also bei der Münze haben wir zwei verschiedene Ausgänge, und zwar Kopf und Zahl.
Theoretisch kann es auch mal eine Aufgabe geben, dass eine Münze auf dem Rand landet. Ja, dann hätten wir drei verschiedene Ausgänge, aber typischerweise Kopf und Zahl. Das sind also Münzen. Dann haben wir als nächstes auch sehr beliebt die Würfel. Ein normaler Würfel sieht natürlich so aus, wie auch das Wort Würfel aus der Geometrie gemeint ist. Also in der Geometrie ist ja ein Würfel ein dreidimensionales Quadrat. Das ist jetzt also ein Würfel, den man auch als Spielwürfel nimmt. Aber würfeln kann man natürlich auch mit anderen Figuren. Also ich könnte auch mit diesen Tetraeder. Tetraeder ist eine Pyramide mit vier Seiten, also so eine Art Dreieckspyramide, ne? Kann man hier hoffentlich erkennen. Die sollen jetzt alle gleich groß sein. Ja, ist nicht so schön gezeichnet, ich weiß, ist nur eine Skizze. Also da hätten wir vier Seiten drauf und da könnte ich eben von 1 bis 4 würfeln. Wunderbar damit. Ja? Der Standardwürfel, den nennt man auch W6. Weil da kann ich schön von 1 bis 6 würfeln. Es gibt aber Würfel mit allen möglichen. Es gibt auch ein W20, da kann ich eben bis 20 würfeln. Ja, das ist dann ein Dodekaeder. Nee, Dodekaeder ist 12-Eck, also 12-Flächner. Dodekaeder ist ein Würfel mit 12 gleich großen Seiten und der 20er ist der Icosaeder. Ja, ich kann aber auch noch ganz andere Formen machen. Zum Beispiel so ein Holzbaustein, wie man den aus dem Kindergarten kennt. Oder vielleicht aus der Grundschule. Ja, da könnte ich mir überall Zahlen draufschreiben. So, hier ist vielleicht die 1, hier und hier ist sie dann hier. Mit all denen kann ich natürlich würfeln und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, ich denke, das ist eigentlich klar. Das sind also Würfel. Und bei Würfeln gibt es noch eine Regel, die man sich merken sollte. Die werden in der Regel nämlich, und das betone ich jetzt so, das ist auch nicht immer in jeder Aufgabe, aber grundsätzlich werden die so beschriftet, dass auf den gegenüberliegenden Seiten das Gleiche rauskommt. Also zum Beispiel bei dem ersten Würfel, da würde jetzt auf der Rückseite eine 6 sein, denn 1 plus 6 ergibt 7. Bei den 6er-Würfeln kommt immer 7 raus, 1 und 6. 2 und 5 und dann 3 und 4 liegen sich also gegenüber. Kann man wissen, ab und zu braucht man das sogar. Ja, dann haben wir als nächstes Drehscheiben. Die kennt ihr wahrscheinlich vom Jahrmarkt oder von irgendeinem Stand. Da ist dann am Rand sind meistens so Holz- oder Metallösen, damit das dann schön hält. Und oben ist oft so ein Anzeiger und dann dreht man das und kann eben irgendwas gewinnen. Auch bekannt als Glücksräder. Das nehme ich auch mal als Name, das Glücksrad. Also weil das eben sehr typisch ist, ja. Und ja, da ist aber jede Aufgabe anders. Da muss man ein bisschen drauf achten. Das kann mal sein, dass es nur zwei Flächen drauf gibt oder vier und die haben unterschiedliche Farben oder sogar 100. Ja, die können ja auch richtig klein sein. Also genau lesen, wie es gemeint ist. Da gibt es kein Standard-Glücksrad. Beim Würfel gibt es einen Standard, nämlich der Sechserwürfel. Und bei der Münze, klar, gibt es auch den Standard, die Münze mit Kopf und Zahl nämlich. Ja, dann haben wir als nächstes die Urne. Die Urne ist mein persönlicher Liebling bei Zufallsexperimenten. Damit kann man nämlich das meiste machen. Sie kommt daher auch in den meisten Prüfungsaufgaben vor und eine Urne ist letztendlich ein Gefäß und in diesem Gefäß sind meistens Bälle drin. Zum Beispiel so, sagen wir mal, ein grüner und dann noch so zwei rote. Ja, das könnte jetzt unsere Urne sein. Und dann wäre eben die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ziehe ich einen grünen Ball raus oder einen roten und so weiter und so fort. Also eine Urne mit Bällen. Da nicht wundern, da geht es tatsächlich in Mathe nicht um Bestattung, sondern um Wahrscheinlichkeitsrechnung in den Aufgaben, auch wenn das immer ein bisschen komisch formuliert klingt. Ja, nach der Urne haben wir die Kartenspiele. Also Spielkarten werden auch sehr gerne genommen. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Da wird in den Aufgaben nämlich erwartet, dass ihr genau wisst, wie so ein Spiel mit Spielkarten aufgebaut ist und funktioniert. Das schauen wir uns jetzt also mal ein bisschen genauer an.
ist nicht ganz leicht, wenn man damit noch nichts zu tun hatte, lässt sich aber auch wieder nett lernen. Also bei den Karten ist das Wichtige, es gibt zwei verschiedene Grundtypen. Es gibt erstmal das gesamte Kartenset, nennt man das. Das Kartenset besteht aus 52 Karten. Es gibt aber auch ein kleineres Kartenset, wo man dann nicht alle verwendet, und das wird in der Regel einfach Skat genannt, weil das das berühmteste Spiel ist, das man mit einem verminderten Set spielt, und da habe ich dann nur 32 Karten. Ja, wie ist jetzt dieses Kartenset aufgebaut? Das normale Kartenset mit den 52 Karten besteht aus den Karten 2, 3, 4, 5, 6, ne, wird's langweilig, 7, 8, 9, 10 plus die Bildkarten. Und das Skatblatt hat diese kleine Nummer nicht, das hat nur die 7, die 8, die 9 und die 10 plus die Bildkarten. Ja, wer oder was sind denn jetzt diese Bildkarten? Also die Bildkarten heißen Bube, sieht im Normalfall aus wie so ein bärtiger Mann, oft auch mit einer lustigen Mütze. Dann haben wir die Dame, die sieht eben aus wie eine ältere Frau. Dann den König, das ist klar, erkennbar an der Krone. Und das Ass. Das Ass ist oft gar nicht gestaltet, also gar keine echte Bildkarte. In den neueren Kartensets steht dann einfach ein A drauf und es ist die am wenigsten gestaltete Karte. In älteren Sets findet man aber noch irgendwelche ganz tollen großen Bilder. Ja, diese vier Bildkarten sind eben was Besonderes, kommen wir vielleicht später noch dazu. In anderen Ländern heißen die natürlich auch anders. Also im amerikanischen Raum ist die Dame dann zum Beispiel auch die Queen. Da haben wir also König und Königin und so weiter und so fort. Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, beim Skat haben wir also 7, 8, 9, 10. Bube, Dame, König, Ass. Das sind also 8 verschiedene Karten. 32 durch 8 ist 4. Da wissen wir schon, jede davon muss viermal vorkommen und genauso ist es auch. Und was ist jetzt der Unterschied? Das ist die Farbe. Und Farbe ist so ein ganz blödes Wort bei Kartenspielen. Ich mache das daher jetzt mal auch in Rot. Also wir haben das Wort Farbe einmal für die Farbe der jeweiligen Karte und da gibt es die Farben Rot und Schwarz. Aber unter Farbe, wenn man von Farbe bei so einem Kartenspiel spricht, meint man eigentlich das Symbol. Da muss man also wirklich ordentlich sich schon auskennen und genau darauf achten, wie die Aufgabe formuliert ist. Also die Farben im wortwörtlichen Sinne sind Rot und Schwarz und die Symbole sind aber vier andere. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich zeichne die einfach mal, so gut wie ich das jetzt irgendwie hinkriege. Dann nehme ich mir mal auch wirklich schwarz, dass man das gut sieht. Und ja, das Problem ist auch noch, die sind in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich benannt. Wir machen jetzt das ganz Typische und typisch ist das französische Blatt. Französisch. Es gibt dann, ich schreibe es gleich unten drunter, aber auch noch das deutsche Spielblatt und das hat allerdings andere Farben. Ja, also wie sieht das bei den Franzosen aus? Da gibt es erstmal das Kreuz. Und das Kreuz, ja, grundsätzlich könnte man das auch noch für ein Kreuz halten. Ihr könntet aber vielleicht auch sagen Kleeblatt. Dann weiß man eher, was man meint. Also unten, das ist, ja, so Kleeblatt kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Also so ein kleiner Stängel und drei große Bommel. Und die Bommel sind im Verhältnis zum Stängel aber so ein bisschen breiter. So ungefähr sieht das aus. Dann haben wir Pik. Pik ist eine Art umgedrehtes Herz. Also muss ich jetzt einmal so, so, naja, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr unschön. So, ja, ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Herz einmal umgedreht. Kann man sich auch gut merken, ne? Wenn ich damit jemanden steche, ich habe das jetzt mal aus Holz gebaut, dann macht Pik, ist logisch.
Ja, aber das berühmteste und beliebteste ist natürlich das Herz. Ja, muss ich glaube ich nicht erklären. Also Herz ist eben Herz. Und dann haben wir noch Karo. Und das ist auch das, was man sich vorstellt. Hat allerdings so leicht invertierte Seiten. Also das geht so ein bisschen rein. Aber grundsätzlich sieht es aus wie ein Karo. Ja, auch wie man es von Karo-Mustern erkennt. Das sind die französischen Farben. Und Kreuz und Pik haben die Farbe Schwarz. Herz und Karo haben die Farbe Rot. Also wenn in der Aufgabenstellung was steht, wie viele rote Karten gibt es, das ist die Hälfte. Also beim 32er Kartensatz wären das dann also 16. Wenn aber die Farbe eben, ja, also herausgeht aus der Aufgabe, dass die Form gemeint ist, kann da aber in der Aufgabe auch Farbe stehen. Aber meistens wird es ein bisschen schöner erklärt. Werden wir uns beim Rechnen irgendwann auch nochmal genauer ansehen. Ja, das sind also die vier französischen Farben. Jetzt noch die deutschen Farben. Jedenfalls so gut, wie ich das irgendwie hinkriege. Ich mal erstmal und ihr könntet ja raten, was das sein soll. Ich gebe mir auch so einigermaßen Mühe. So. Das wäre das erste im Deutschen. Und ich finde, für meine Zeichenkünste habe ich es ganz gut hinbekommen. Das erste ist die Eichel. Eben genauso wie die Frucht der Eiche. Ja. Dann haben wir als nächstes, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, klingen die deutschen Begriffe echt ein bisschen, naja, simpel. So, was könnte das denn sein? Sieht so ähnlich aus wie Pik. Die sind natürlich auch miteinander verwandt. Das zweite ist Laub. Also, das ist jetzt bei mir nicht so schön strukturiert, aber das sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein Blatt. Dann als drittes, das ist gleich, da haben wir auch Herz. Und im Deutschen ist das Herz allerdings so, dass die eine Seite, also die rechte Seite vom Herz ist ein bisschen dunkler. Ich mache das jetzt mal so. So sieht das deutsche Herz aus. Und dann haben wir als letztes noch Schellen. Und Schellen kriege ich auf jeden Fall nicht hinzuzeichnen. Also stellt euch da so einen Gaukler vor, die hatten das ja gerne am Körper, gibt es ja auch heute noch Schellen. Schellen ist so ein total buntes, das ist, ich mache jetzt mal ein paar Farben rein, hat auch noch Gelb und so weiter. Also es ist eine total bunte Kugel. Gut, also das sind die vier Farben im Deutschen. Das ist gar nicht so dramatisch wichtig. Ihr müsst halt nur wissen, ah, alles klar, in der Aufgabe steht was von Laub oder von Pik. Wir reden also nicht über irgendwelche komischen Kampfspiele, sondern es geht gerade um ein Kartenspiel. Was da für Fragen vorkommen können, das mache ich dann in meinem Mitmachvideo. Hier geht es jetzt nur darum, das erstmal zu kennen. Also wie immer empfehle ich euch ja, das Ganze bei euch mal zu übernehmen, Stichpunkte zu machen. Und das Wichtige ist eben, dass man es schon mal gehört hat. Also dass man weiß, es gibt Kreuzkarten, alles klar. Wie viele sind es? 8. Und zusammen mit den Bildern gibt es dann also zum Beispiel den Kreuzkönig und die Kreuz. Dame, es gibt aber eben auch eine Pik-Dame und einen Pik-König. Ja? Also es gibt zwei schwarze Könige, aber nur einen Kreuzkönig. Gut, und wenn man das soweit weiß, reicht das eigentlich. Ja, Glücksspiel geht weiter. Nach dem Kartenspiel sind wir jetzt ja schon richtig in so einer Art Spielhalle. Und was da sehr gern vorkommt in Aufgaben, ist das Spiel Roulette. Roulette, französisch, wird also auch französisch geschrieben, Roulette. Und beim Roulette, ja, ich probiere mal den Tisch zu zeichnen. Also, da geht es um eine runde Kugelbahn quasi. Und wir haben im Außenbereich dieser Roulette-Scheibe Felder. Und in diesen Feldern steht immer eine Zahl. Zum Beispiel hier steht jetzt die 7 und daneben steht die 28. Und ein Feld ist immer rot, 7 ist rot, und daneben das Feld ist schwarz, also die 28 ist schwarz, und dann kommt also wieder ein rotes Feld und ein schwarzes Feld und so weiter. Und ja, in der Mitte, da kann man das Ganze eben drehen, das ist so ein Drehteller, und dann wirft man da eine Kugel rein aus Elfenbein oder aus Metall, die dreht sich dann und bleibt auf einem Feld liegen. Und es ist eben zufällig, auf welchem Feld das ist.
Ja, es ist noch nicht mehr so ein wirklich cooles Glücksspiel, wie zum Beispiel ein Kartenspiel. Ja, Mau Mau spielt man ja auch mit 32 Karten. Da ist es ja noch ein bisschen Können dabei. Klar, vor allem Glück, was ziehe ich? Aber Roulette, Roulette ist wirklich nur noch Glück. Ja, reines Glück. Man kann zum Beispiel sagen, ich glaube, die 7 kommt raus. Das ist ja nur ein kleines Feld von ganz vielen. Man gewinnt also sehr viel, wenn die 7 rauskommt. Aber wenn sie nicht rauskommt, verliert man. Und das ist alles, was man bei Roulette macht. Frag mich, wie das so berühmt geworden ist. Man wettet. Ja, aber für alle, die so glücksspielsüchtig sind, ist das sicherlich was Nettes. Ja, wie viele von den Feldern gibt es? Grundsätzlich erstmal 36 Felder. Also das ist die Zahl, die man sich nämlich schöner merken kann. Die sind abwechselnd rot und schwarz. Also sind davon 18 Felder rot und dann natürlich 18 Felder schwarz. Immer abwechselnd. Ja, das ist erstmal leicht. Jetzt kommt aber noch dazu, plus ein Feld, und ich schreibe das auch schon so, ein Feld ist grün und das ist die Zahl 0, die ist auch dabei. Also, ich sitze mal hier oben, so, da ist die 0. Und das ist auch der Grund, warum es in Spielcasinos angeboten wird. Grob erklärt, bei der 0 gewinnt die Bank. Also bei jedem Glücksspiel verliert man natürlich auf lange Sicht. Das ist ja die Idee, sonst würde das niemand anbieten, wenn man da reich rausgehen würde. Also auf jeden Fall verliert man beim Glücksspiel. Ich denke, daher kommt es auch gerne im Matheunterricht, damit das wirklich jeder lernt. Und wie funktioniert das? Eben beim Roulette zum Beispiel mit der 0. Also als Beispiel, hier sehen wir es ja schon mit den roten und schwarzen Feldern. Ja, das sind ja gleich viele. Es ist fast die Hälfte. Aber 18 von 36, das wäre genau die Hälfte. Dann hätte ich wirklich eine 50-50-Chance, auf Rot zum Beispiel zu gewinnen. Aber es ist ja ein Feld mehr, nämlich dieses Grüne. Und daher ist die Chance eben nicht ganz so hoch. Und ich glaube, die Auszahlquote bei Roulette ist irgendwas um die 97%, würde ich jetzt mal schätzen. Also, ja. 3% klingt erstmal nach einem niedrigen Gewinn, den die machen, aber man überlege mal, was da Leute so für Geld verschleudern und auf lange Sicht gewinnen sie also pro Spiel 3% und da geht schon ganz schön Geld weg. Ja, also das ist Roulette. Was sollte man da noch wissen? Für Roulette muss man also nichts können. Das ist wirklich das reinste Glücksspiel. Und ja, vielleicht nochmal ein Beispiel, wie das jetzt funktioniert. Ich setze zum Beispiel einen Euro auf die roten Zahlen. Wenn ich verliere, ist der eine Euro natürlich weg. Wenn ich gewinne, bekomme ich einen Euro als Gewinn. Und das heißt, insgesamt, das, was ich dann habe, sind aber ja 2 Euro. Also das Geld verdoppelt sich. Da muss man immer überlegen, wie man sich das vorstellt. Also entweder man stellt sich vor, ich bezahle 1 Euro, dann ist der weg und dann ist meine Auszahlung 2 Euro. Oder der 1 Euro wird investiert, den behalte ich aber quasi so ein bisschen auf meiner Hand. Und wenn ich verliere minus 1 Euro, kriege ich einen abgezogen. Wenn ich gewinne plus 1 Euro, kriege ich einen dazu. Überlegt mal ein bisschen jetzt an der Stelle, was euch besser gefällt zum Vorstellen und das nehmt ihr dann in Zukunft. Ja, noch ein Wort zum amerikanischen Roulette. Da haben wir ja ganz berühmte Glücksspielstätte Las Vegas und so. Da ist es so, dass es noch ein weiteres Nullfeld gibt und zwar ist das plus eventuell ein Feld, die Doppel-Null. Und die Doppel-Null ist einfach nochmal eine Null. Und das ist natürlich dafür, dass die Bank noch mehr gewinnt. Logisch, ne? Also damit sinkt die Quote für die Spieler. Ja, so viel zu den Elementen des Glücks. Mehr müssen wir da erstmal nicht machen. Das sind die wichtigsten. Die werden wir also in Zukunft oft gebrauchen. Jetzt kommen noch ein paar nicht ganz so einfache Begriffe dazu, aber keine Sorge, in meinen Rechenbeispielen vertiefen wir das natürlich noch. Jetzt geht es wirklich nur darum, das mal gehört zu haben. Ja, der erste Begriff ist gleich nicht ganz so schön, aber das schaffen wir schon. Das ist das Laplace-Experiment. Ein Franzose mal wieder, die hatten es so mit Glück. Das war sogar eine ganze Familie. Also das Laplace-Experiment.
Experiment ist ja ein Versuch, haben wir ganz oben schon aufgeschrieben. Und ein Laplace-Experiment ist eines, wo jeder Ausgang gleich wahrscheinlich ist. Also jeder Ausgang ist gleich wahrscheinlich. Zum Beispiel fast alles, was wir gerade hatten. Also denken wir mal zurück, sind das Laplace-Experimente? Roulette, klar, ne? Also jedes der Felder hat die gleiche Wahrscheinlichkeit. Die sind nämlich alle gleich groß. Dann so ein Kartenspiel, auch das natürlich, denn wenn ich normale Karten verwende, die sind auch alle gleich groß, die werden ja gemischt. Jede Karte hat die gleiche Chance, gezogen zu werden. Ja, vor den Karten hatten wir eine Urne. Auch da ist das so. In der Urne sind verschiedene Kugeln. Jede wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen. Beim Glücksrad nicht unbedingt. Also wenn ich da typischerweise 12 Felder habe, die alle gleich groß sind, dann schon. Aber da können die Felder auch unterschiedlich groß sein. Dann ist es kein Laplace-Experiment. Ebenso beim Würfel. Wenn ich einen perfekten Würfel habe oder eben so ein Tetraeder, dann ist es Laplace, denn alle Seiten sind ja gleich groß. Aber wenn ich so einen Quader benutze, das ist kein Laplace-Teil. Und genauso auch bei der Münze. Die Laplace-Münze hat also nur Kopf und Zahl. Wenn ich aber eine echte Münze nehme und vielleicht gerade so eine 10-Euro-Münze oder so eine etwas dickere, die kann ja wirklich mehr auf dem Rand landen. Vielleicht nur einmal von 1000 Würfen, aber damit gibt es eben drei mögliche Ausgänge und die drei Ausgänge sind unterschiedlich wahrscheinlich. Also sagen wir mal ungefähr sowas, ne? Vielleicht hat Kopf dann eine Wahrscheinlichkeit von 49%, Zahl von 49 und was bleibt übrig? Der Rand dann zu 2%. Könnte sein bei irgendeiner speziellen Münze, wissen wir nicht. Also, Laplace-Experimente sind die, die man auch in den ersten Jahren der Wahrscheinlichkeitsrechnung erstmal macht. Bei allen anderen kann man sowieso nicht so ganz richtig damit rechnen. Und auch Abschlüsse, Abitur, ihr habt zu 99% ein Laplace-Experiment. Und höchstens ist mal die Frage, nenne ein Experiment, das kein Laplace-Experiment ist, um zu sehen, ob ihr das verstanden habt. Aber dass man mit einer Pinnnadel würfeln muss oder mit einem Quader, sowas kommt in der Regel bei den echten Prüfungen dann nicht vor. Ja, das sind also Laplace-Experimente. Und ab und zu habe ich jetzt schon so zwei Begriffe genommen, die man leicht verwechseln kann. Daher müssen wir die auch schön genau erklären. Und zwar hätten wir einmal das Ergebnis und dann das Ereignis. Im normalen Sprachgebrauch kann man das gleichwertig verwenden, ja? Ob ich jetzt ein Ergebnis oder ein Ereignis habe, wen kümmert's? Was ist aber in der Mathematik, also jetzt in der Stochastik damit gemeint? Und das ist schon wichtig, das werden wir gleich noch sehen. Ein Ergebnis ist ein einzelner Ausgang. Also ein einzelner Ausgang. Zum Beispiel eben beim Würfeln, dass ich eine 3 würfle. Das ist ein Ergebnis. In Anführungszeichen, ich bin nur 3 gewürfelt. Ein Ereignis dagegen kann aus mehreren Ergebnissen bestehen. Zum Beispiel kann ein Ereignis sein, ich schreibe es ruhig nochmal hin. Also das kann aus mehreren bestehen. Wie notieren wir das schön? Es ist eventuell aus mehreren Ergebnissen. Zum Beispiel, ich würfel eine gerade Zahl. Also gerade Zahl gewürfelt. Denn welche Ergebnisse sind das? Gerade Zahlen wären die Ergebnisse 2, 4 und 6. Das muss aber eben nicht sein, daher das eventuell in meinem Satz. Es kann auch das Ereignis sein, dass ich eine 3 gewürfelt habe. Also ein Ergebnis kann auch ein Ereignis sein. Aber ein Ereignis ist eben das Große. Also ich würde mir das so vorstellen, das Ergebnis ist so ein ganz kleines Teil. Ja? Es gibt viele verschiedene Ergebnisse und aus mehreren
kann ein Ereignis sein. Ereignis muss aber nicht. Da kann auch nur ein Ergebnis drin sein. Ja, vielleicht sind es aber auch drei, vielleicht sind es auch fünf, wer weiß. In meinem Beispiel mit den geraden Zahlen beim Würfel sind es jetzt eben drei Ergebnisse. Und da merkt ihr schon, ich habe gar nicht gesagt, welchen Würfel ich meine. Wenn nichts dasteht, ist es eben der Würfel mit den sechs Seiten. Ja, als letztes, wir hatten jetzt noch gar nichts mit Rechnen. In Storastik muss man auch gar nicht so viel rechnen. Das meiste hat mit Vorstellungen zu tun. Aber an der einen oder anderen Stelle rechnet man dann doch ein bisschen. Wobei das meistens bedeutet, man schreibt einfach nur die Lösung auf. Und da haben wir einmal die Wahrscheinlichkeit. Und die kürze ich jetzt auch mal ab. Die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis. Und dann nehmen wir gleich noch dazu die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis. Haben wir ja gesagt, sind unterschiedliche Sachen. Ist es ja nur sinnvoll, wenn die auch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben. Und ich mache hier jetzt direkt Bruchstriche dahinter. Gewöhnt euch das gleich an. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung geben wir die Ergebnisse immer als Brüche an. Warum? Weil es schöner ist. Also man könnte ja auch sagen, bei der Münze, Kopf hat die Wahrscheinlichkeit 50%, darf man machen. Man kann auch sagen, Kopf und Zahl ist 1:1, ja, kann man machen. Schön ist aber, Kopf hat die Wahrscheinlichkeit 1/2. Damit lässt sich dann später nämlich viel besser rechnen, das werden wir noch sehen. Ja, wie ist das jetzt beim Ergebnis? Die Wahrscheinlichkeit ist 1, und zwar 1 geteilt durch die Anzahl aller Ergebnisse. Also, schauen wir uns mal direkt an. Beim Würfel, da gibt es 6 Ergebnisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Wahrscheinlichkeit für eine 4 ist also 1/6. Für eine 3, 1/6. Für eine 1, 1/6. Ja? Und 6 mal 1/6 ist dann ein Ganzes. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Münze? Da gibt es 2 Seiten, also 1 geteilt durch 2 ist 1/2. Nette Sache. Bei Roulette 37 Felder, also die Wahrscheinlichkeit für eine 3 zu rouletten ist dann 1/37. Nichts Schlimmes, denke ich. Ja, die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis ist jetzt die Anzahl der günstigen Ergebnisse geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ergebnisse. Also sehen wir uns auch das mal an. Mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich eine gerade Zahl? Die günstigen Ergebnisse sind 2, 4 und 6, also 3 Stück. Geteilt durch alle möglichen, das sind natürlich 6 Stück, 3 durch 6 sind 3/6 und schön gekürzt also 1/2. So wie wir es schon dachten, Wahrscheinlichkeit beim Würfeln eine gerade Zahl zu kriegen ist 1/2. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit eine ungerade Zahl zu kriegen? Kann man entweder ausrechnen, das sind dann natürlich die Zahlen 1, 3 und 5 und insgesamt gibt es 6, also auch 3/6. Wir könnten aber auch sagen, logisch, ne? Wenn die Hälfte der Ergebnisse gerade ist, dann muss die andere Hälfte ungerade sein. Also in der Wahrscheinlichkeitsrechnung rechnet man nicht unbedingt, sondern viel kann man sich auch überlegen. Und meistens ist es so, dass in der Lösung, die man auch gerade ausgerechnet hat, noch irgendeine drinsteckt, die man braucht. Also so maximal 70% rechnet man, den Rest kann man sich auch so herleiten, wenn man überhaupt mal was rechnet. Wir werden uns dann viele Fälle im Mitmachvideo zu diesem Teil mal ansehen, da zusammen durchprobieren. Da weiß ich noch nicht, ob ich einfach irgendwie ein bisschen was male dazu. Da werde ich einfach viele Fragen stellen und ja, an der richtigen Stelle könnt ihr dann die Antwort eintippen und ich hoffe, dann seid ihr richtig gut dabei. Mehr muss man zum Einstieg in die Stochastik nicht wissen. Ich denke, das war jetzt auch mit einer halben Stunde lang genug. Das sind die Grundbegriffe und damit, ja, noch einen schönen Tag.